Wir sprechen auch öfter mit Jugendlichen und da wird so oft gesagt, dass es entweder kein Thema in der Schule ist, was ich schon schockierend finde. Also es muss doch in der Schule einem was zu Europa beigebracht werden. Das ist eins der zentralen Themen heute. Und auch, dass gleichzeitig, wenn, also selbst, wir hatten mal ein Gespräch mit Jugendlichen vom Europagymnasium oder von der Europaschule in Deutschland, war das in Nordrhein-Westfalen. Und die meinten auch, dass es eigentlich deren erstes außerschulisches Gespräch über Europa gewesen wäre oder beziehungsweise das erste Gespräch, wo man einfach mal frei hätte sprechen können über Europa. Ich bin jetzt bald 75 Jahre alt. Seit Beginn der 90er Jahre bemühe ich mich um direkte Demokratie. Und das ist ein langer Prozess, der mich natürlich oder meine Generation auch entmutigt hat, dass so wenig passiert an direkter Demokratie in Deutschland zum Beispiel, in der EU. Und jetzt kommt eine Jugend, die greift dieses Thema auf und den Europagedanken. Das gibt, ich sage jetzt mal, meiner Generation auch wieder Ermutigung. Das finde ich unheimlich wichtig, was da passiert. Und natürlich müssen wir in die Schulen gehen. Ja, und mit den Schülern heute über Demokratie, direkte Demokratie, über die EU reden, ja, und diese Diskussion befördern und diese Demonstrationen, Fridays for Future und so weiter, massiv unterstützen. Und das passiert ja, auf einmal sind die Eltern dabei, ja, und die Großeltern kommen auch zu diesen Demonstrationen und das finde ich richtig. Optimismus stiftend. J'ai l'impression, comme tu disais Antoine, pour ces élections européennes en France, on ne parle pas du projet européen, mais c'est plutôt une guerre entre les partis nationaux. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune fierté d'être européen. Moi, je me sens hyper fière quand je voyage à l'étranger. D'abord, je suis européenne et après, je suis française. Et peut-être qu'on manque de projets un peu plus... par exemple, voilà, l'Europe a commencé avec un projet assez industriel, avec l'acier et le charbon. Alors est-ce que justement on ne devrait pas lancer de nouveaux sujets comme l'innovation, tout ce qui est numérique ou tout ce qui est la recherche en intelligence artificielle? Voilà, essayer de trouver des moteurs qui pourraient rassembler tout le monde derrière. Voilà, c'est ressources parce que y a tellement de choses qu'on pourrait faire en Europe et on perd nos capacités ou nos skills, en fait, pour exploiter tout ce qu'on a en Europe. Voilà.